finde, du bist viel intelligenter als allgemein angenommen. Was soll das denn heißen? Was soll das denn bitte schön heißen? Ist ja unfassbar. Unglaublich. Ja, bevor wir jetzt da reingehen hier zu Team Rocket, der nicht mehr Kleinstein dich verfolgt. Aber ich würde ganz gern noch, ich habe hier Lumanda in meinem Ball drin. Das klingt ein bisschen eklig irgendwie. Nee, warte, wie hole ich den da raus? Da, bei Speichern, ne? Genau, bei Speichern. Sag Speichern und da Pokémon auf einen Ausflug mitnehmen. Nee, Pokémon rauslassen will ich. Ja, danke, da ist schon einer drin. Das finde ich geil, dass ich den jetzt wieder verbinden muss, den Ball. Er ist doch schon verbunden gewesen. Das ist auch. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, holen wir mal zurück. Ich glaube, dass ich Lumanda da drin habe. Ich bin mir nicht sicher. Wenn dann gut, ja. Mutexu? Wie weit bist du denn mit dem gelaufen? Bis zum Klo? Nee, der ist von der Couch in die Vitrine gekommen mit dem Ball. Ja, guck mal hier, aber wir kriegen Sana-Beeren. Ja. 2888 Schritte bist du insgesamt schon gelaufen mit deinem... Boah, du bist ein ganz schön aktiver Mensch. So bin ich. Ich hab voll Angst, mein Taurus. Ich kann auch aktiv sein, ohne das Kackvieh hier mitzunehmen, also... Das halte ich für ein Gerücht. Du musst dein Moped da nochmal anmachen. Ja. Jetzt nochmal. Sehr gut. Ich möchte meinen Taurus da nicht rausholen. Ich habe so Angst. 20 Milliarden EP hoch. Okay, da bin ich. Hier müssen wir jetzt rein, ne? Mhm. Dann gucken wir nochmal den Text hier an. Rocket Gamer Paradies. Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene. Na dann, gehen wir mal da rein. Oh Gott. Sind die doch schon da, die... Ach, ey, ich wollte gerade den einen anlabern. Komm schon, nur noch ein bisschen. Ah, fast hätte ich's geschafft. Sag mal, Jessie, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Tragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Also ist halt nicht besonders helle, ne? Traurig. Ja, scheinbar auch nicht. Da plaudert das hier den ganzen Laden rum. So, einmal... Hast du nichts Besseres zu tun, als dir deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier rumstehst, solltest du lieber die Arena von Prinz Maria City besuchen. Die Arenaleiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie jetzt aber ganz schön in sich. Atme. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihren Pflanz-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Das heißt, mit Feuer machen wir die platt, ne? Mhm. Guck mal hier, jetzt spreche ich die Schnalle hier an. Mein süßes kleines Stern, du schaut heute gern Leuten gern beim Spielen zu. Heute auch, aber auch ansonsten. Hier im Gamer-Paradies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gesellen. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Okay. Guck mal hier, ey. Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt! Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre doch viel cooler! Ja, was hat der auch Megafon dabei? Hoia! Videospiele sind das perfekte Training für die Reflexe! Reflexe. Wir sind nur Kerl. Ach nee, endlich. Hier, ey. Puh, ich mache eine kurze Pause. Das Puh war nicht gewollt von mir. Bei Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Ja. Nicht so wie wir, die jetzt schon seit Tagen am Stück durchspielen. Nur mal kurz andere Klamotten anziehen, damit wir nicht ganz so asozial aussehen. Achso, du gehst duschen? Ich gehe sogar manchmal duschen, ja. Ja. Ho, ho, ho. Ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gern jeden Tag laufen. Weißt du, was ich geil finde? Ich weiß noch ganz, als wir angefangen haben, das hier zu spielen, ne? Da hast du... Vor ein paar Tagen. Ja. Also vorgestern. Da hast du zu mir gesagt, ich soll auch immer alle Leute anlabern, weil die mir ja auch Tipps geben oder Goodies geben. Also bisher, ich glaube, ja, wir haben hier deinen Kleinstein, den Georock, den haben wir dadurch gekriegt. Aber ansonsten labern die nur Kacke. Naja, manchmal kriegst du halt noch eine TM oder so, ne? Getränke brauchen wir nicht, ja. Nee. Ja, ey, das Geile ist, die Rakete... Ah, das ist dahinter, das ist mir schon klar, aber ich rede noch mal kurz mit dem. Woher weißt du das?
Habe ich geraten. Das sah mir so aus, als ob dahinter eine Rakete... Die meinten doch eine Rakete, oder? Mhm. Team Rocket. Welches Poster könnte denn Team da drin haben? Echt mal, da sind gar nicht viele Pokémon. Aber Team ist gar kein Fluggerät. So, uns sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das haben wir doch gar nicht gemacht. Das gehört sich einfach nicht. Toll, ich habe die Hoffnung gehabt, dass man da zocken könnte. So, verpiss dich. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Wow, wir kämpfen jetzt in dem Laden. Keiner, das ist so unauffällig mit dem Poster. Niemand wird es verstehen. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Der heißt ja, auch Rüpel Hermanns. Die heißen nur immer Rüpel, ne? Radikal. So. Elke Watt. Und damit meine ich nicht Elke Watt, sondern Elke Watt. Ja. So wie Elke Horn. So, Kampf. Ja. Ritzelturbo, ne? Finale. Ey, der kann kein Finale. Okay, das war wohl ein Volltreffer. Ach, der hat nicht mehr? Okay. Nee. Oh Mann, das gibt Ärger! Jetzt macht er auch einfach Platz, oder? Der rennt jetzt weg. Weil er voll der Muschi. Das ist voll geil, sonst bleiben die immer einfach stehen. Du kannst nur nicht nochmal gegen die kämpfen. Mhm. Ja, dann red mal dringend mit dem Boss. Aber wenn du zu dem Boss willst, musst du doch da runter, oder nicht? Stimmt, er hätte den Schlüssel mitnehmen sollen. Hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Der war nicht hinterm Poster. Der war auf dem Poster. Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Tja, jetzt müssen wir wohl die Tür suchen. Ja, das ist irgendein Automat hier. Das war hier links, oder? Da, guck mal. Hm, wo könnte sie sein? Hier ist schon mal keine Tür. Lass mal ganz kurz... Warte. Was ist denn hier hinten? Ne. Da ist auch keine Tür. Ich frag die nochmal. Ja, frag mal kurz. Entschuldigen Sie, wir suchen eine Tür. Hä? Ein Flugkörper, der zu unserem Namen passt? Ich verstehe nur Bahnhof, das hättest du sagen müssen. Ich weiß, aber du warst schon so im Flow. Mann, du hast echt eine lange Leitung. Also gut, ich gebe dir noch einen Tipp. Der Name des Flugkörpers reimt sich auf Pakete. Das ist auch komisch. Team reimt sich nicht auf Pakete. So. Okay, das ist gehen so wir mal hier runter, ne? So einfach wird das nicht. In Rockethausen. Wenn diese roten Punkte hier was? Ne. Nee. Wird ja sagen können, dass das so Fallen sind. Nee, das ist nur Mutter. So, also kämpfen wir erstmal, ne? Lass mal ein bisschen auf den Mutze hauen. Du hast Mumm, dich einfach so bei Team Rocket einzuschleichen. Einzuschleichen. Ja, stand doch da. Hat keiner gesehen. Wir waren so unauffällig, weil die Tür steht auch weiterhin offen. Keiner wird uns jemals bemerken. Ja. Noch ein Rüpel. Goldbad. Das ist doch später. Achso, das da. Wenn man denn noch irgendwie nicht immer schlecht gegen meine Sachen. Der ist halt nicht geerdet, somit ist der doch gut. Ja, ja. Was ist denn Schwebesturz? Was habe ich denn mit Schwebesturz? Ich weiß das nicht mehr. Musst du dann mal machen einfach. Ja, aber kann ich den gegen Fliege machen? Das ist doch aufwendig. Ich mache jetzt erstmal hier. Ich mache jetzt. Okay. Und es wird zur Zeit, dass so langsam Lurak hier entsteht. Mal gucken, wie viel. 34. Ich würde sagen, du musst mit dem mal ein bisschen laufen und nicht nur bis zur Vitrine und wieder zurück. Wir wollen das hier erspielen und nicht erschleichen. Diese, guck mal, der haut auch nicht ab, der macht auch keinen Platz. Ja, der wohnt jetzt hier. Das hier? Schon. Das sind so Server. Ich kann so durch den Blinken laufen einfach. Ah. Du kannst das auch mal aufheben, ne? Nö. Heb deinen Scheiß selber auf. Ach guck mal, ich habe gar nicht gesehen, dass es da noch weiter runter geht. Aber erstmal kloppen wir die Etage jetzt rein, ne? Guck mal hier, so geht das nicht. Warte, ich will, dass der da hinguckt, damit ich ihn anlabern kann. So, ich hab dich angegriffen. Wer bist du? Wie kommst du hier rein? Tür. Oh, der hat drei Stück. Eieiei, wie sollen wir das bloß schaffen? Smogon.
Den findest du süß? Der stinkt doch bestimmt voll herbe, oder? Ja, ich auch. Aber der fliegt auch wieder. Ich gehe ja auch nur manchmal duschen. Mach den da kaputt sofort. Jo. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Schön. So sexy wieder. Kann nix. Rotte. Gegen den mache ich jetzt mal hier das Fliegeding, der Schwebesturz, was auch immer das sein soll. Okay, ich mache mal das Problem. Immer wenn ich als zweites dran bin, dann denke ich. Wie witzig ist das denn? Das habe ich noch nie eingesetzt. Das habe ich neu gekriegt dann. Gestern. Das war voll geil. Oh, das ist super nett. Oh, nein, das ist süß. Oh, Texo. Jetzt mal ganz ehrlich, sieht der das nicht? Darüber rede ich seit Tagen auch. Mach mal so ein Ratzfi. Boah, ich mach das jetzt nochmal. Ich will nochmal Schwebesturz machen. Zack! Die Ratte. Ja, ist schlecht. Das ging in die Hose. Ja, das hat das Team Rocket auch immer gesagt. Nee, die haben gesagt, das war ein Schuss in den Ofen. Das war ein Schuss in den Ofen. Da ist nochmal so ein Ding hier. Kleine Ballerei. Stärkenbonbons. Wo bist du denn schon wieder? Ja, ich hänge hier oben fest. Ich unterhalte mich noch mit dem. Wir machen noch ein Date aus. Ich war noch nicht durch. Oh, da geht's nicht. Wo gehst du nicht lang? Da, weil da ein Stuhl im Weg ist. So. Ich dachte, da wäre was Gefährliches. Nein. Es ist jetzt lohnenswert, erstmal runterzugehen? Yes. Oder was? Ja? Wir können doch nirgendwo anders hin. Doch, oder wir können hier noch weitergehen. Ja, dann gehen wir da hin. Erstmal können wir hier noch ein paar Fratzen. Ach, da ist noch so eine ein paar Fratzen zu Matt verarbeiten. Psst, nicht so laut. Ist ja auch niemand gefolgt. Gut, wir nehmen dich eine schöne Spionin auf Undercover-Mission, musst du wissen. Okay. Was macht denn ein Kind wie du an einem so gefährlichen Ort? Hm. Ja komm, aufs Maul, ich will Team Rocket besiegen. Nee, du hast Mumm, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Wählst ein Rocket-Set von der schönen Spionin. Ah, müssen wir uns verkleiden? Nein. Wofür kriege ich das dann? Damit du bei deiner Größe merkst, bla bla bla, damit du noch was Schönes zum Anziehen hast. Ja, aber was sieht schon geil genug aus mit seinem Mafiosi-Anzug? Das ist wie Donald Duck, ey. Er hat keine Hose an. Warum nicht? Der braucht keine. Also wenn man es richtig drauf hat, dann hat man es nicht nötig, eine Hose zu tragen. Achso, okay, gut. Ich habe gehört, mit einem Sylph-Scope kann man alles durchschauen, sogar Gespenster. Sylph-Scope! No. Der sieht ja geil aus. Das ist die Weiterentwicklung von unserem Traumato. Ja, von Traumato? Echt? Mhm. Ja, komm hier, wir wollen ja wieder alles auf eine Linie jetzt sehen. Also gibt's für den erstmal Britzelturbo. Oh, guck mal, der lebt noch. Wuhu, ich darf auch was zum tun. Zum Glück hast du Kratzfurie eingesetzt. Ja, siehst du? Du hast sie noch so gerade eben das so abgezogen. Ist egal. Das finde ich egal, das ist Können. Ich habe meine Kräfte richtig eingespart. Ach, boah. Georock. Ah, Georock, ey. Die alte Sau. Ob Georock es jemals lernen wird, nicht gegen Wände zu rollen. Ey, warum ist Georock eigentlich der draußen ist mit dir und nicht... Weiß ich nicht, weil du das eingestellt der hast. Der Lumanda. Hä? So, das ist ein Rätsel. Ach. Ja, mach du mal. Ich mach nichts, weil das macht keinen Sinn, wenn ich dir jetzt hinterherkomme. Man kann das auch nicht stoppen, ne? Mm-mm. Erst der gelbe Punkt macht Stopp. Wir warten ja. Ich unterhalte mich so lange mit. Ich finde ein Nugget. Ich dachte, die gibt's immer erst ab 6er-Packs. Vielleicht hast du jetzt schon 6 drin.
mal hier, weißt du, was ich jetzt mache? Mal. Oh, zack, da geht nochmal so. Wow, das hier. War toll. Sehr spektakulär. Ja, kacke ist, ich wünschte, man könnte jetzt so weit gucken, dass man jetzt sehen kann, was hier jetzt sinnvoll leer wäre. Also sinnvoll, um das Bällchen zu holen. Ah, okay, warte mal, das Bällchen zu holen, ja, erstmal das, das ist klar. Wenn man so wieder zurückkommt. Ja, okay. Da können wir sowieso jetzt hier. Ah, spielt im Großen und Ganzen gar keine Rolle, weil ich jetzt auf dem hier gestoppt werde. Jetzt kann ich trotzdem noch zu dem hier hin. Frage, das ist hier unten möglich. Da komme ich nur nach rechts wieder raus. Ich komme gar nicht dorthin weiter. Alles klar, warte, da muss ich leben. Clever Cat. Ich finde, du bist viel intelligenter als allgemein angenommen. Was soll das denn heißen? Was soll das denn bitte schön heißen? Ist ja unfassbar. Unglaublich. Komme ich jetzt hier raus? Ich muss wieder den ganzen Umweg nehmen. Okay. Halt, stopp. Ist eh scheißegal, wo ich eigentlich. Ich komme jetzt so da draußen. Ja. Ja. Aber da müssen wir nicht hin. Wo müssen wir nicht hin? Wir müssen da zu der lila Treppe. Ach, das ist eine andere? Ja. Ach, kacke, das habe ich gar nicht gesehen jetzt. Jetzt habe ich wirklich nicht aufgepasst. Ist ja nicht schlimm. Dafür bin ich ja da. Ich habe gedacht, mit dem letzten Ball hätte ich jetzt alles geholt, was ich holen musste. Ich dachte, das wäre daraus derselbe Ausgang wie einem weiter oben. Ich habe echt nicht drauf geachtet, ja, nicht schlimm, dass hier noch was anderes ist. Warte erstmal kurz, gibt's hier noch was? Kann man Fahrstuhl fahren? Noch. Ohne den richtigen Schlüssel scheint sich hier gar nichts zu tun. So, und was ist wieder mit hier? Oh, ja, wollte ich eigentlich. Ich hab's mir gedacht, dass ich nicht komme. Mehr. Wo willst du denn hier? Ich wollte erst sagen, wo willst du denn hin? Weil ich gesehen, da steht. Was willst du denn hier? Also wurde raus, wo willst du denn hier? Hey, wo willst du hier? Aber das ist doch schön. Da weiß man wenigstens, wo man herkommt. Ne? Ja, Voltoball, das ist eher dein Ding jetzt hier. Soll ich. Wobei, ich Elektro hier nicht mit Flugsachen gut gebrüllt, mein Schwebesturz. Spuck den an. Das ist so süß. Oh, guck mal. Schon ordentlich was runter. Natürlich habe ich andere schon mehr für dich gemacht, aber. Jawohl. Chili-Spucke in dein Auge. Ich guck nachher erstmal in meiner App, ob ich den Soundtrack davon kriege. Wenn du anrufst, dass das dann. Tja, Hypertrain. Zieh hier wieder so eine Spionin? Ne. Eindringling gesichtet! Das war dein Part. Eindringling gesichtet! Das war dein Part. Oh nein, oh nein! Ich finde es geil, dass die Mädels auch Rüpel sind. Ja, die werden gar nicht gegendert. Das müsste Rüpelin heißen. Katan. Katan. Ich ganz gerne mal wieder, dass ich jetzt schütteln kann und Pikachu dann voll ausflippt. Wenn er die Faxen macht. Wenn wir zur Arena kommen, passiert das bestimmt.
Na, ab und zu macht er das ja auch bei den Kämpfen vorher, dass man schon schüttelt, dass er dann selbst von selbst eine Aktion macht und voll ausflippt. Richtig ausgeflippt. Da. Wettern! Ey, Kratzfurie ist fehlgeschlagen. Ach, wirklich? Wie heißt das Vieh? Arbok? Ich habe erst Artbook gelesen. Ja, ist ein Artbook. Den kennen wir aber noch nicht, ne? Weiß ich nicht, das ist die Weiterentwicklung von Rattan. Ja, dann habe ich den noch nicht gesehen. Ja, letzte Turbo erstmal wieder. Ich da stehe. Warum hat der hier nochmal ein Gesicht drauf auf dem Hals, ey? Weil das wie eine Kobra ist. Ja, aber die hat da auch kein Gesicht. Kobra? Hat er noch kein Gesicht? Sieht auf jeden Fall für manche Leute so aus. Echt? Für die, manche Tiere sieht das so aus, als wäre das dann ein riesiges Gesicht. Das klingt scheinbar doch nicht so intelligent. Doch. Du hast halt nicht so biologische Sachen, so Pokémon-Biologie und so. Darum hast du halt noch Nachholbedarf. Aber im Allgemeinen glaube ich nicht. Oh Mann, keine Chance. Ganz schöne Hupen. Ja. Stimmt. Die hat zwei ganz schön prächtige Rüpel, ne? So, 5 Superbälle gefunden. Das war's. Das war's hier schon. Ja, toll. Ja, toll. Das heißt, ich kann hier gar nichts machen. Jetzt müssen wir doch wieder zurück. Nach oben. Nee, nicht nach oben. Ja, wohin denn? Ach, guck mal, ich kann hier einfach rübergehen. Nö. Ja, wohin muss ich denn? Ja, du musst da hoch. Ja, also doch nach oben. Ja, ja. Oh, ich kann hier einfach rübergehen. Jetzt gehen wir runter. Da waren wir noch nicht. Boah, ich bin... Orientierung. Ich bin gar nicht mehr durch hier. Sieht alles gleich aus. Sieh an, unser kleiner Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du hier bald reinschneiden würdest. Ja, wie denn? Per Rocketfunk? Hier schneit's gleich Fäuste. Hagelt! Hagelt ist gleich Fäuste! Ja, das ist dein Part. Oh. Der Gerät ist weg. Bei irgendwann wird der Gerät den Menschen ersetzen. Ciao! Zack. Kakao! Mit. Goldbad-Match gewonnen. Boah, Level 40. Nicht schlecht. Als ich ihn damals in meine Obhut genommen habe, hätte ich nie gedacht, dass er das irgendwann schaffen wird. Man ist auch ein bisschen stolz immer, ne? Ja. Und es wird Zeit, dass er mir wieder irgendwelchen Klimbim schenkt. Eine Feder. Man weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber naja. Glückstrahl. Gucken wir erstmal, ne? Glückstrahl ist wahrscheinlich besser als Aquaknarre, würde ich jetzt mal behaupten. Mal gucken wir mal. 65? Ja. Er weiß ja Bescheid. Kopfnuss, was für ein Wiedewasser, ja. Aquaknarre weg. 1, 2, 3 und Peggy Bunny. Schwupp! Und. Glückstrahl erlernt. Ja, verloren, das kann doch gar nicht sein. Ja, schließen kann man. Hier. Finsteraura. Finsteraura? Guck mal, schön, kann schön. Ich hier. Wow! Hä? Ich wollte eigentlich nur ein bisschen dran rumdrücken hier wegen der Bälle. Ich habe gar nicht gesehen, man konnte auch nicht sehen, dass da was ist, ne? Konnte man nicht sehen, du hast einfach Glück. Das ist kein Glück. Ich habe das in Kleinstarbeit herausgefunden. Jetzt gucken wir hier links noch. Ja. Das ist ein Beleber. Brauchen wir nicht. Ich wollte auf Presse hauen. Oh nein, es geht wieder los. Ich bleib hier. Tempo. Wohin? Da rein.
Das ist die Frage. Ah, okay. Werfen wir nochmal einmal hier rum. Wir bleiben hier. Du sprichst wie Gollum. Wir bleiben hier. Ich meinte Georg und mich. Nochmal. Good day. Es wäre besser für dich, wenn du dich Team Rocket nicht in den Weg stellen würdest. Ich dachte, der wollte uns schon wieder anwerben. Das ist wie die Mafia. Ich mag diese Rocket-Animation. Ich finde das irgendwie ganz cool. Ich mag das. Aber ich würde es cooler finden, wenn die Rufler auch alle einzelne Namen hätten. Und alle mal irgendwas mit R. Boah, das wäre echt witzig. Bei Jesse und James haben ja auch nicht. Ja, aber die haben wenigstens noch zwei Namen mit J. So, Radfratz, der kriegt erstmal hier einen Schwebesturz. Und warum haben die eigentlich als einzige weiße Outfits? Heißt das, sie sind irgendwie höher gestellt? Wahrscheinlich, als andere? Ne? Sind die doch auch, oder? Die sind doch hier Team Rocket Hauptagenten. Die anderen sind ja nur Rüpel. Aha. Und die sind ja Agenten von Team Rocket, okay. Oder? Es gibt keinen anderen, der weiß trägt, nur die. Ja. Ja, andere weißtragende Team Rocket Agenten sind vielleicht auf anderen Pokémon-Kontinenten. Oder gibt es bei Pokémon Sonne und Mond, das ja irgendwie auf einer ganz anderen Welt spielt, gibt es da auch Team Rocket? Hast du das nicht gespielt? Woher weißt du denn dann immer, dass diese Viecher da aus Alola sind? Weil ich Pokémon Go spiele. Unerhört. Was bist du denn für eine Pokémon-Meisterin? Pokeron! Wer ist dieses Pokeron, von dem du redest? Ey, das sind über 150! Wie soll ich denn die alle werden? Ja, kann man sich ja auch nicht. Kann man sich wohl. Ach, Quatsch, ey. Da, hier. Jetzt kämpfen wir gegen den Pokéball. Echt? Der hatte doch noch Energie. Das sei jetzt... Grafikfehler! Aber der hatte wirklich noch Energie gehabt, ne? Das war gar nicht komplett abgezogen. Ich dachte jetzt sogar, der hätte den zurückgeholt, um jetzt einen anderen Gegner reinzuschmeißen. Nein. Unfassbar. Tixo ist einfach The Man.